Im Rahmen der Filmserie Wo war was in Chemnitz vor 100 Jahren möchte ich Ihnen jetzt den räumlichen und zeitlichen Kontext zum Neumarkt aufzeigen. Ein Blick auf den Neumarkt. Als Neumarkt wurde dieser Platz auch schon vor dem Bau des neuen Rathauses nordöstlich des Marktes bezeichnet. Der Platz war sogar größer als der Markt und besaß inmitten vormals einen großen Brunnen mit umgebender Grünanlage. Die Feuerwache zwischen diesem Platz und der Jakobikirche musste einst für den Bau des neuen Rathauses abgerissen werden. Das neue Rathaus, welches nach den Plänen von Richard Möbius nach vierjähriger Bauzeit 1911 fertiggestellt wurde, fügt sich nun harmonisch in das Stadtbild ein. Die Straßenanbindungen des Neumarktes, deren Namen sowie zur Historie vor dem 19. Jahrhundert und den entstandenen Schäden, die dieser während der Bombenangriffe 1945 während des Zweiten Weltkrieges hinnehmen musste, habe ich im Film zum Hauptmarkt aufgezeigt. Ich empfehle Ihnen deshalb, sich den Film zum Hauptmarkt zuvor anzusehen. Dieser Film zum Neumarkt gliedert sich in drei zeitlich getrennte Teile. Der erste Teil betrachtet den Platz im 19. Jahrhundert. Der zweite Teil zeigt seine Bebauung im noch unzerstörten Zustand vor der Bombardierung im 20. Jahrhundert. Und der dritte Teil zeigt, was der Zweite Weltkrieg hinterlassen hatte und wie die damalige DDR versuchte, daraus ein neues Stadtbild nach ihren Vorstellungen zu schaffen. Beginnen wir nun mit dem ersten Teil, der Neumarkt vor dem Bau des neuen Rathauses. Der Neumarkt mit Brunnen, aufgenommen im Jahre 1906, ohne neues Rathaus. Rechts im Bild ist noch die alte Feuerwache zu erkennen. Der vom ehemaligen Stadtrat Zipper gestiftete Brunnen wurde nach ihm benannt. Er hatte sich damals für die Verschönerung der Stadt besonders verdient gemacht. Ihm waren auch die Anlagen am Schlossdeich zu verdanken. Doch bevor wir uns die Gebäude des Neumarktes näher ansehen, werfen wir zunächst noch einen kurzen Blick hinter dieser vor uns liegenden Fassade. Der dahinterliegende enge Platz vor der Jakobikirche wurde als Jakobikirchplatz bezeichnet. Eine Sicht in die südliche Richtung zum Hohen Turm an der inneren Klosterstraße. Das alte Rathaus links davor und rechts der Chor der Jakobikirche, in dem sich der Hauptaltar befand. Eine Ansicht des Jakobikirchplatzes in die westliche Richtung in die Weberstraße hinein. Vor dem Eckgebäude quert die Klosterquerstraße unseren Blick. Im letzten Gebäude rechts davor sehen wir noch das ehemalige erste Lyzeum von Chemnitz. Das alte Eingangsportal wurde ausgebaut und ist noch bis heute erhalten. Die gesamte Gebäudezeile rechter Hand wurde 1907 abgebrochen. Ein Blick in die entgegengesetzte Richtung. Links das erste Gebäude, das Lyzeum. Rechts ein Teil des Chores der Jakobikirche und im Hintergrund die alten Kaufmannshäuser mit ihren damaligen Laubengängen am Hauptmarkt von hinten gesehen. Bei diesem Bild stehen wir am Beginn der Weberstraße und schauen in die östliche Richtung in den Innenhof hinter dem Lyzeum, dessen Fenster wir noch rechts erkennen. Das große rechteckige Tor verschließt die Technik der Feuerwehr. Die gemeinnützige Anlage der städtischen Leihanstalt befand sich im Jakobikirchplatz 4. Gegen Bares hinterlegte man so allerlei. Diese Sachen wie goldene Ketten, Ringe, silberne Speise- und Kaffeelöffel, Uhren, aber auch Bekleidungsstücke, Bettzeug und ähnliches
wurden hier dann auch gegen sofortige Bezahlung den Meistbietenden wieder versteigert. Die Auktionsverzeichnisse konnte man dort zuvor auch für 10 Pfennig erwerben. Doch kommen wir nun wieder zurück zum Neumarkt. Wenn man genau hinschaut, erkennt man schon die Gleise der elektrisch betriebenen Straßenbahn, die damals noch den grünen Platz mit dem Brunnen umfuhr. Gerade in den Jahren um die Jahrhundertwende herum sah man in den Straßen der Stadt viele Baustellen, die der Errichtung und der Umstellung auf den elektrischen Straßenbahnbetrieb dienten. Hier kommt gerade eine Straßenbahn aus der Friedrich-August-Straße vom Johannesplatz kommend und am Zipperbrunnen vorbeifahrend im Neumarkt an. Wir schwenken unseren Blick weiter nach rechts auf die Gebäudefront, die dem neuen Rathaus bald weichen muss. Das neue Rathaus war hier noch ein Zukunftstraum der Stadtväter. Auch die Feuerwache ganz rechts vorne im Bild musste sich bald einen neuen Standort suchen. Nochmals der Platz von oben betrachtet in die westliche Richtung. Nach rechts hinten verläuft die Straße am Plan. Die Straßenbahngleise führen in die Friedrich-August-Straße. Am Ende des Platzes die nach links abgehende Klosterquerstraße. Und so der Anblick in die gleiche Richtung, vielleicht nochmals 100 Jahre früher. Die Hauptwache lag im Schatten der Linden in Bildmitte hinten. Links daneben das Gebäude, aus dem der Rauch aufsteigt, war die sehr bescheidene Scheune der großen Handels- und Fabrikstadt Chemnitz. Rechts im Eckhaus mit der runden Tür befand sich das Steueramt. Der Neumarkt wurde zu dieser Zeit wesentlich zum Verladen von Waren genutzt. Das Pflaster des Platzes hatte angeblich unendlich viel Geld gekostet und dennoch nichts getaugt, weil man keine behauenen Steine verwendet hatte. Ganz rechts mündete damals das Zuckergästchen ein, aus dem später die Friedrich-August-Straße wurde. Ein paar Worte zur damaligen Chemnitzer Feuerwehr dürfen natürlich nicht fehlen. Ein Großbrand, der in der Nacht des 7. Oktober 1852 im Bereich der vorderen Klosterquergasse ausbrach, zerstörte damals zahlreiche Gebäude. Er war offensichtlich der Auslöser dafür, dass die Stadt im Jahre 1866 dann endlich eine besoldete Truppe mit 12 Feuerwehrmännern unter Leitung eines Brandmeisters aufstellte. Den vielen freiwilligen Helfern aus der sogenannten 1. Freiwilligen Feuerwehrkompanie gelang es 1852, damals zwar mittels vieler Eimer und Brunnenpumpen, nach 5 Stunden weitere Übergriffe des Feuers in die Straße am Plan zu verhindern, dennoch wurden in dieser Nacht 19 Häuser und 24 Hintergebäude in der Klostergasse, Klosterquergasse, Webergasse und die Gebäude hinter der Hauptwache zerstört. 86 Familien wurden obdachlos. Als dann die selbstständige, besoldete Feuerwehr am 10. Oktober 1866 eröffnet wurde, brachte man sie zunächst im alten Lyzeum, der späteren Poliklinik hinter der Jakobikirche unter. Sie besaß eine Karrenspritze und einen Leiterwagen. Am 1. Juni 1870 siedelte sie schließlich zum hier im Bild zu sehenden Standort am Neumarkt in die ehemalige Militärwache über, die dann 1888 noch durch Umbauten des daneben gelegenen ehemals Schönackischen Hauses für Feuerlöschzwecke erweitert wurde. Als Anfang des 20. Jahrhunderts Chemnitz zur Großstadt wurde, genügte die alte Feuerwache den neuen Anforderungen nicht mehr.
So wurde 1905 in der Schadestraße eine neue Feuerwache errichtet. Dem Feuerschutz diente dann eine Berufs- und eine freiwillige Feuerwehr mit 89 in allen Teilen der Stadt aufgestellten elektrischen Feuermeldern und 752 Hydranten. Ein seltener Anblick. Die Aufnahme aus dem Jahr 1907 gestattet den freien Blick auf das Chor der Jakobikirche. Die alten Häuser am Neumarkt werden gerade abgebrochen. Ein Schwenk nach rechts, wieder in die Straße am Plan, die vom Brunnen leicht verdeckt wird. Das große Eckhaus gehörte zur Straße am Plan. Hier in der Nummer 1 hatte die Firma Ferdinand Fürster ihr Garn- und Posamentengeschäft und im Erdgeschoss bot Oskar Welker Kolonialwaren, Delikatessen und Spirituosen an. Das schmale Haus links daneben ist der Neumarkt 6 mit dem Schuhgeschäft von Julius Schlehnhain. Nochmals der gleiche Blick aus der Fußgängerperspektive mit Sicht auf ein damals bekanntes und bedeutendes Kaufhaus. Es ist die Möbelfabrik von Clemens Zöllner, der in den kommenden Jahren weiter ausbauen wird und dessen Fassade teilweise sogar den Bomben des Zweiten Weltkrieges überstehen sollte. In diesem Gebäude konnte man komplette Wohnungseinrichtungen bewundern und kaufen. Ein kleiner Schwenk nach rechts, zu der Stelle, als um 1900 noch das Zuckergästchen in den Neumarkt mündete, das wenige Jahre später zur Friedrich-August-Straße erweitert wurde. Näheres zum Umbau der Friedrich-August-Straße erfahren Sie im Film zu dieser Straße. Wir blicken nun vom Neumarkt in die Friedrich-August-Straße in Richtung Nord, wo sich dann die Königstraße anschließt. Das linke Haus ist der Neumarkt 8 Rauschelbachs Korbhaus oder vormals auch das Café Royal. Das rechte der Neumarkt 10 mit dem Geschäft von Julius Großmann. Ein weiterer Schwenk nach rechts in die nordöstliche Ecke des Neumarktes, wo die innere Johannisstraße und die Kronenstraße einmündet. Links das erste Haus, nochmals der Neumarkt 10. Das nachfolgende niedere Haus war das des Fabrikbesitzers Lüders. Es folgt das Haus mit der letzten Nummer des Neumarktes, der Nummer 12, mit den Geschäften von Otto Zeitler für Ture und das der Warenrabattkompanie Fischer & Co. Im Eckgebäude zur inneren Johannisstraße das Geschäft von Bernhard Winkelmann für Glas, Porzellan und Steingutwaren. Der imposante Giebel rechts hinten, das Gebäude Kronenstraße 2 mit dem Hotel Kaiser und seinem Café, wie es bis ins Jahr 1910 hier noch zu finden war. Später wurde dann daraus das Grand Hotel mit dem Café Fürstenhof und vor dem Krieg schließlich das Rathauscafé. Noch ein paar Worte zur Adlerapotheke in der Kronenstraße 1. Die Anfänge einer Versorgung mit Arzneimitteln in Chemnitz sind urkundlich für 1539 bezeugt. Als erster Apotheker wird Gregor Ziegler genannt.
Die erste Chemnitzer Apotheke war diese Adlerapotheke, die wir hier im Eckhaus sehen. Die Apotheke musste sich damals zahlreichen Konkurrenten wie Barbiere, Quacksalber und Wunderdoktoren erwehren. Deshalb erhielt sie ab 1594 für 3 Jahrhunderte das sogenannte Realprivileg mit Verbietungsrecht. Es untersagt die Errichtung einer zweiten Apotheke und verbot Händlern generell den Verkauf von Apothekenartikeln. 1671 erließ der Rat der Stadt die erste Apothekenordnung, die in 25 Artikeln auch noch heute gültigen Grundsätze für die Führung einer Apotheke festschrieb. Bis 1813 blieb es dann die einzige Apotheke in der Stadt. Erst im Jahr 1889 wurde das alte Patrizierhaus abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Luftangriffe 1945 besiegelten ihr Ende. Im zweiten Teil des Filmes stelle ich Ihnen den Neumarkt vor, wie er noch vor der Bombardierung und nach dem Bau des neuen Rathauses ab dem Jahr 1911 aussah. Das neue Rathaus hier zu sehen, ist das dritte Chemnitzer Rathaus. Es war nötig geworden, als Chemnitz um die Jahrhundertwende die 100.000 Einwohnermarke erreichte und damit zur Großstadt wurde. Es fanden Eingemeindungen zahlreicher Vororte statt und wichtige städtische Einrichtungen, wie zum Beispiel die Gas- und Wasserversorgung, erforderten einen erhöhten Verwaltungsaufwand. Diesen gestiegenen Ansprüchen konnte das seit 1886 am Bäckerplatz als Rathaus fungierende Stadthaus nun nicht mehr erfüllen. So wurde der Plan, ein neues Rathaus zu bauen, in die Tat umgesetzt. Über Jahre war das Herz der Stadt eine Großbaustelle. Um Platz zu schaffen, mussten die bis dahin am Markt befindlichen Gebäude weichen. 1911 fand schließlich die feierliche Einweihung statt. Das neue Rathaus ist anstelle der früheren städtischen Gebäude Markt 2 bis 6, Neumarkt 1 bis 5 und Jakobiplatz 2 und 4 unter Hinzunahme des rechts vom Turme gelegenen Teils des ältesten Rathauses so errichtet worden, dass die überlieferten, geschichtlich und künstlerisch wohl begründeten Formen der alten Platzanlage mit der bereits aus ältesten Zeiten stammenden Umbauung der Jakobikirche beibehalten blieben. Gegenüber der alten Bebauung wich man hierbei mit den Baufluchtlinien auf ein respektables, ökonomisch noch vertretbares Maß zurück, um den Ensemble der beiden Gebäude, Kirche und Rathaus, symbolisch hinweisend auf die Hauptsäulen der Macht und des Zusammenhalts, der Ordnung jedes Gemeinwesens Respekt zu zollen. In der heutigen Zeit haben sich die Platzverhältnisse auf dem Neumarkt jedoch zugunsten des Kommerzes wieder verändert. Demgegenüber ist es dem Architekt Möbius damals gelungen, die schmalen Laubengänge der schmalen ehemaligen Bürgerhäuser, die dem Neubau weichen mussten, als Spitzbögen in der imposanten Fassade anzudeuten, die wiederum im Erdgeschossbereich Schmuckenläden Raum bieten, so unter anderem der vornehm ausgestatteten Brunnerschen Buchhandlung. Die Chemnitzer werden später diese in edlem Holz geschnitzte und getäfelte geistige Oase vermissen und nie verstehen können, warum eines der schönsten und sinnträchtigsten Geschäfte der Stadt ohne zwingenden Gründe verschwinden musste. Wie ging es damals am Neumarkt zu? Thank you.
Der Durchgang zum Jakobikirchplatz wird von vielen Leuten heute noch benutzt, doch die wenigsten wissen, dass sie vor dem Betreten dieses Durchgangs am Eingangsportal des ehemaligen abgerissenen Lyzeums, welches sich einst auf der Seite am Jakobikirchplatz befand, vorübergehen. Jener aus Porphyrtuff gefertigte Bereich befindet sich im gut restaurierten Zustand an der Fassade des neuen Rathauses, fast an der gleichen Stelle wie einst. Der für den Neubau verantwortliche Stadtbaurat Richard Möbius, der sich um die Konzeption des heute verlorenen Innenstadtbildes verdient gemacht hatte, schien damals Protesten humanistisch gebildeter Kreise entgegenkommen oder Widerstand antizipieren zu wollen, indem er zumindest das Eingangsportal des Lyzeums erhielt. Ein paar Worte zu Rolands Figur, die sich direkt am Eck des neuen Rathauses zwischen den beiden Märkten befindet, dürfen natürlich nicht fehlen. Mit einer stattlichen Länge von 4,75 Meter gehört sie zu den Großen ihrer Gattung, auch wenn sie relativ jung ist. Erst seit im Jahre 1911 das Chemnitzer neue Rathaus errichtet und eingeweiht wurde, blickt unser Roland als eine große Eckfigur zum Markt bzw. Neumarkt. Viele der am Rathaus befindlichen Plastiken wurden, wie auch der Roland, vom Dresdner Bildhauer Alexander Höfer geschaffen. Auch das große Renaissancefenster und die benachbarten Erker sind vom selben Künstler gestaltet worden. Bis dahin war die Stadt ohne dieses Symbol eines Streiters für städtische Freiheit und Gerichtsbarkeit, obwohl sie schon längst über das Marktrecht und das Recht zur Selbstverwaltung verfügte. Die Herkunft der Roland-Standbilder wird unterschiedlich gedeutet, steht aber fast immer mit den genannten Zielen. Darum hatte die Figur meist einen Platz als Säule inmitten des Marktes. Aber dort standen in Chemnitz zur Zeit der Rathausweihe bereits drei andere Mächtige der deutschen Geschichte, sodass man sich mit der Überlegung für den Standort an der Rathausecke entschied. Der Chemnitzer Roland sollte nicht nur Eckfigur in der Architektur des Gebäudes sein, sondern zugleich Symbol für Streit und Kompromissbereitschaft darstellen. In der Festschrift zur Rathausweihe hieß es, als Wahrzeichen unantastbarer städtischer Freiheit und Selbstständigkeit, als Symbol und als Hüter der Macht und Größe, zu welcher Bürgertum und die städtische Verwaltung unserer Chemnitz aufwärts geführt haben, steht er an der Stätte, wo sich die Vertreter des Gemeinwesens zu ernster Beratung über dessen Wohl und Wehe vereinigen. Blickt auf den strömenden Verkehr auf den Marktplätzen nieder. Diese Worte sollten bis in die heutige Zeit nachklingen. Begeben wir uns nochmals zum Durchgang in Richtung des Jakobikirchplatzes und werfen einen Blick aus diesem heraus in die innere Klosterstraße. Das große Eckgebäude gehört schon zur Straße Am Plan. Hier gab es Kolonialwaren von Oskar Welker, Kurzwaren von Ferdinand Förster und die Firma Jungnickel & Co. verkaufte hier ihre chirurgischen Instrumente. Wir blicken direkt in die Straße Am Plan und erkennen im hinteren Bereich das Gebäude mit dem runden Erker. Hier befand sich das bekannte Café Bienenstock. Rechterseits das Kaufhaus von Clemens Zöllner im Haus Neumarkt 7. Er hatte es, wie hier zu sehen, im Jahr 1925 vergrößert und erweitert. Das Angebot war nach wie vor unerschöpflich für alle, die sich ihr Heim verschönern oder einen neuen Hausstand gründen wollten.
Der Zweite Weltkrieg ließ davon jedoch nicht viel übrig. Auf eine Restaurierung verzichtete man. Schließlich war nach dem Krieg zunächst die Schaffung neuer Wohnräume mit möglichst geringen Mitteln auch im Stadtzentrum vorrangig. Die Großplatte, genannt auch Schuhmeile, musste dann aber wieder abgerissen werden. Der Kommerz gewann wieder an Bedeutung. Deshalb wurde an gleicher Stelle nach der Wende die Galeria Roter Turm und das Kaufhaus Kloppenburg errichtet. Hätte nicht vielleicht das Clemens-Zöllner-Haus hier auch noch seine Dienste verrichten können? Nun aber wieder zurück in die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts. Vor uns die Einmündung der Friedrich-August-Straße und die Gebäudezeile, die von der Galeria Roter Turm ersetzt wurde. In der Nummer 8 befand sich das Korbhaus von Bernhard Rauschenbach. In der Nummer 10 das Haar- und Puppenhaus Kilian sowie die Teppichhandlung Hecker & Co. In der Nummer 11 war der Goldschmied Harttaler anzutreffen, sowie Eduard Bellmann, der hier seine Korbwaren anbot. In der Nummer 12 befand sich die Bank für Handel und Verkehr AG. Nun wieder der Blick in die nordöstliche Ecke des Neumarktes. Links die einmündende Friedrich-August-Straße und hier die innere Johannesstraße. Von oben kommend die Kronenstraße. Die Gebäude, die noch zum Neumarkt gehören, kennen wir schon. Es sind die Nummer 10, 11 und 12. Danach anschließend befand sich das erste Wiener Café. Emil Uhlmann bot hier seine Kolonialwaren an, Alma Kluge mit ihrem Papier- und Lederwaren, sowie das Bankgeschäft von Bayer und Heinze. In der Nummer 2 die Gastwirtschaft Deutsches Eck. Hier waren später die Geschäfte der Richard Schisch KG mit ihren Schuhwaren, der Uhrmacher Remmert, der Herrenbekleidungsladen von Rudolf Betzold und Gerhard Pfeiffer mit seinen Bernsteinwaren zu finden. Auch zu dieser Zeit nochmals ein Blick zur Kronenstraße 1, das Gebäude der Adlerapotheke. Zur Geschichte der Apotheke hatte ich schon einiges erzählt. In ihren Glanzzeiten um die Jahrhundertwende wohnten in dem Haus 4 namensverschiedene Apotheker, was sicherlich kein Zufall war. Auf den riesigen Dachböden stapelten sich zentnerweise Fässer und Kisten mit Kräutern, Extrakten und Essenzen. Doch der langjährige Hausbesitzer und Adlerapothekenchef Dr. Kurt Magen kommt mit wachsamem Adlerauge schon bald zu dem Schluss, dass sich Arztpraxen besser rechnen als Apothekerwohnungen. Und so entsteht hier drin bis 1927 ein richtiges kleines Ärztehaus mit HNO, Internist sowie Hautarzt, ein Medizinfachhandel und eben die Apotheke im Erdgeschoss am Eck. Kommen wir zum letzten Filmteil, der Neumarkt nach dem Krieg. Kaum zu glauben, würde hier kein so großes Rathaus zu sehen sein, dass es das Bild einer Großstadt ist. Keines der Häuser des einstigen Neumarktes ist mehr auffindbar. Die einzigen Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft sind der Rote Turm und ein kümmerlicher Rest vom ehemaligen Café Bienenstock,
in der kaum noch auszumachenden Straße am Plan. An den großen Lettern und dem Porträt am neuen Rathaus leicht zu erkennen, dass es sich um eine Aufnahme unmittelbar nach der Umbenennung der Stadt im Jahre 1953 handelte. Warum gerade Chemnitz den Namen des Philosophen Marx bekam, wird wohl für immer ein Rätsel der Geschichte bleiben. Ein kleines Bilderrätsel bietet sich hier an. Finden Sie es heraus. Was war hier vor 45 anders? Als in diesem Bild zu DDR-Zeiten. Ich will es Ihnen verraten. Doch wieder zurück im noch ungeschmückten Zustand vor der Umbenennung. Der Chemnitzer Roland blickt noch erwartungsvoll in die leergeräumten Trümmerflächen. Das neue Rathaus aus der nordwestlichen Sicht. Die IFA-Busse vom Typ H6B warten auf ihre Gäste. Zur Erinnerung nochmals eine Vorkriegsperspektive in die Straße am Plan mit dem Café Bienenstock. Und so sah es nach dem Krieg aus. Der Bienenstock, das einzige aus den Trümmern noch herausragende Gebäude. Und so der Blick 70 Jahre später. Dass hier in der Zwischenzeit auch einmal ein großer Wohnblock, damals als Schuhmeile bezeichnet, stand, zeugt von einer raschen Stadtentwicklung. Doch schauen wir uns als nächstes den Neumarkt einmal aus diesem Durchgang an und drehen das Zeitrad nochmals 80 Jahre zurück. Der Durchgang wurde 1911 nach den Plänen von Stadtbaurat Möbius in Verbindung mit dem Rathausneubau erstellt. Zur DDR-Zeit konnte man sich diesen Weitblick bis zum Industriezentrum gönnen. Die gleiche Perspektive aus der heutigen Zeit. Wer hätte gedacht, dass sich der Architekt der Galeria Roter Turm an die ehemaligen Laubengänge erinnert hat? Wie sah der Neumarkt nach Ost in Richtung der ehemaligen Adlerapotheke zu DDR-Zeiten aus? Eine gähnende Leere, nachdem die Trümmerberge als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges beseitigt worden waren. Dort, wo die Kronenstraße lag, hatte man eine neue Zentralhaltestelle für die Straßenbahnen errichtet. In dem hellen Gebäude konnte man nicht unweit von der ehemaligen Adlerapotheke wieder seine Rezepte einlösen. Dahinter, ganz hinten rechts, im grauen Schein noch die Überreste der vormaligen Hauptpost zu erkennen. Mein Film zum Neumarkt im Rahmen meiner historischen Filmserie ist hiermit nun zu Ende. Falls ich Ihr Interesse wecken konnte, sich noch weitere Straßen und Plätze im alten Chemnitz anzuschauen, würde ich mich freuen.
Klicken Sie einfach hier rechts unten auf dieses Logo und abonnieren somit meinen Kanal. Dann können Sie die bereits erstellten Filme auswählen oder informiert werden, wenn ich meinen nächsten Film eingestellt habe.